Viel Spannung beim heutigen Tom-Turbo-Abenteuer. Wünscht euch Knabber Nossi. Willkommen in Tom Turbos Detektivclub. Und dieser Fall erwartet euch heute. Das Spiel der 13 Gefahren. Ich kann's kaum erwarten, das Spiel der 13 Gefahren zu spielen. Da, in das schwarze Loch, was ich hinein. Dann sind wir euch endlich und für alle Zeiten los. Heute im Detektivtipp. Echte Geldscheine könnt ihr an verschiedenen Merkmalen erkennen. Untersucht einmal einen 20-Euro-Schein. Erkennen, ob ein Geldschein echt ist? Für uns? Klare Sache. Und heute im Geheimarchiv. Mama Moneta. Bleibt doch prima die Karotten-Diät. Auf ins Abenteuer. Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Prinzessin! Du schlimmes Mädchen! Weiß doch, dass du nicht hier hereinkommen darfst. Komm ihm nie zu nah, dem Spiel der 13 Gefahren. So, jetzt sperren wir wieder gut zu. Um diese Türe aufzukriegen, muss man schon hexen können. Das ist es! Ich kann's kaum erwarten, das Spiel der 13 Gefahren zu spielen. Hier drin steht, es wurde vor 666 Jahren von einem Magier des Bösen erfunden und gebaut. Es kann nicht aus dem Schloss entfernt werden und ist unzerstörbar. Oh, dieser Krach macht mich nervös. Ach das. Besser so? Oh, viel besser, Frau Kollegin. Noch das letzte Mitglied der Familie, eine Nora Nickelbrill. Die muss schon uralt sein. Aber sie ist wichtig für uns. Weshalb? Nun ja, weil dummerweise nirgendwo geschrieben steht, wie man das Spiel der 13 Gefahren spielt. Das Geheimnis wurde in der Familie nur mündlich weitergegeben. Ah, verstehe. Haben Sie die Spielfiguren mitgebracht? Ich vergesse nie etwas, Frau Kollegin. Ja, hier bin ich richtig. Nimmst du Reitstücken, Tom? Bea hat mich angerufen. Ich soll schnell kommen. Was ist geschehen? Weiß ich noch nicht. Aber was machen Sie da, Boss? Tom, die Lifttür klemmt schon wieder. Hallo, ich bin da. Tom, endlich. Was läuft? Oh, knirscht es bei euch in den Zahnrädern? Bitte, Tante Susanna, du darfst es nicht machen. Ich habe keine andere Wahl, Bea. Unsere Schulden sind einfach zu hoch. Wir müssen den Reiterhof verkaufen. Ja, und was passiert mit den Pferden? Die müssen wir auch verkaufen. Bea, es ist für mich genauso schlimm wie für dich und für Sabina. Ja, aber überleg es dir doch noch einmal. Bitte, Tante. Keine andere Wahl. Sei denn, es geschieht ein Wunder und wir bekommen wenigstens ein bisschen Geld. Aber Wunder gibt es keine. Tom, du musst uns helfen. Wie
denn? In einer Woche findet der große Voltigierpreis statt. Es gibt dort nicht nur einen Pokal zu gewinnen, sondern auch noch Geld. Sabina, meine Cousine, sie ist richtig gut. Sie muss den ersten Preis gewinnen. Dann können wir das Geld Tante Susanne geben und sie muss nicht verkaufen. Guter Plan. Sabine braucht mich zum Trainieren. Leider muss ich aber den Stall ausmisten, weil unser Stallbursche gekündigt hat. Weil Tante Susanne ihn nicht mehr bezahlen konnte. Bitte, Tom, hilf uns. Na gut, Ausmisttrick. Los! Danke, Tom. Sie wünschen? Hallo. Wir würden gerne Ihr entzückendes Schlösschen besichtigen. Ich mache keine Führungen. Sind Sie ganz alleine in diesem großen Schloss? Nein. Prinzessin ist bei mir. Oh, und haben Sie Telefon? Ja. Ah. Mein Telefon! Wieso? Nein. Die Fragen stellen ab jetzt wir. Verstanden? Verschwinden Sie! Was haben Sie mit meiner Prinzessin gemacht? So braucht sie kein Futter und auch kein Katzenklo. Führen Sie uns zum Spiel der 13 Gefahren. Wieso wissen Sie das? Unwichtig. Wir wollen es sehen und die Spielregeln wissen. Aber es kann großes Unglück bringen. Oh, genau das wollen wir. Ich werde es Ihnen nicht zeigen. Ich tue es, ich mache es. Da geht's doch. Spielt man das Spiel der 13 Gefahren? Die Spielregeln, dann bekommen Sie auch Ihre Prinzessin wieder. Wo ist der Start? Dann fangen wir an. Ja, und jetzt? Unglück, nimm deinen Lauf. Unglück, nimm deinen Lauf. So viele Felder dürfen Sie ziehen. Dann auf ins Unglück, Tom Turbo. Hier kommt deine erste Gefahr. Super, Sabina. Brav, Mr. Potter, ganz brav. Gefahr? Hören Sie das, Boss? Tom, das klingt höchst gefährlich. Detektive, was hat dieses Geräusch zu bedeuten? Stürzt gleich das Dach des Stalles ein? Oder gibt es einen Wasserrohrbruch? Oder aber brennt irgendwo etwas? Ich muss löschen! Bea! Sabina! Es brennt! Ruhig, Sabina, Vorsicht! Ruhig, Mr. Potter, ganz ruhig! Ruhig! Alles in Ordnung? Schnell! An den Wasserhahn anhängen! Du brennen begonnen. Was hast du gemacht, Tom? Ich? Bei meiner Luftpumpe gar nichts. Komisch.
Lassen Sie uns weiterspielen. Unglück, nimm deinen Lauf. Ich komm weiter. So, Thomas, du dämlicher Detektiv. Eins, zwei, drei. Boah. Vier. Schafft. Ach, funktioniert wieder sehr gut. Das ist ja seltsam. Ich hätte schwören können, es ist jemand an der Tür. Detektive, habt ihr eine Ahnung, wer an der Tür gerüttelt hat? Glaubt ihr, war das ein Tier? Oder versteckt sich hier wohl jemand? Oder war es der Sturm? Was hast du hier gemacht? Monster? Schneemänner? Meeresungeheuer? Das sollen Sie sein! Ich? Sollte eine Überraschung werden. Mein Turbo-Knet-Trick ist aber noch nicht sehr gut. Tom, das ist doch nicht meine Schuld, das war dieser Sturm. Och, blöde Ausrede. Es bläst kein Sturm, Boss. Natürlich, bitte schau. Boss, Sie haben meine Figuren kaputt gemacht, weil sie Ihnen nicht gefallen haben. Nein, Tom. Das ist gemein. Tom. Dieser Sau. Dieser Sturm ist mir unheimlich. Steh mal, ja? Jetzt machen Sie schon nichts. Ich will endlich weiterziehen und gewinnen. Da, in das schwarze Loch muss ich hinein. Dann sind wir euch endlich und für alle Zeiten los. Unglück, nimm deinen Lauf, aber flott. Und wieder drei Felder. Eins, zwei. Was soll denn das für eine Gefahr sein? Klingt nach wilden Tieren. Super! Wow. Thomas Anton Turbo. Sag mal, was ist mit deiner Turbonase los? Muss meinen Riechsensor schützen. Ach, verstehe. Tom, wegen deiner Figuren oben. Ich tut mir leid, aber da war. Sag, was ist jetzt mit dem Pferd? Ganz ruhig. Was hast du im Stall angerichtet? Ich wollte nur helfen. Es ist nicht meine Schuld. Was kann die Pferde so erschreckt und wild gemacht haben? Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich muss den Tierarzt anrufen. Ja, Bekannte, Mr. Potter ist durchgegangen. Im Galopp mit Sabina. Er ist auf einmal wild, ganz wild. Schock. Wo ist Mr. Potter hin? Ich weiß nicht genau. Mir ist zu schwindelig. Ein Fall für meinen Spurenlesetrick. Muss Galoppspur finden. Wie sieht Galoppspur aber aus? Wenn Pferde galoppieren, hinterlassen sie welche Hufabdrücke, Detektive?
Notiert euch den Buchstaben bei der Galoppspur. Dorthin ist das Pferd. Seit du hier bist, wird alles nur noch schlimmer. Ich hätte dich nie rufen sollen. Ich kann wirklich nichts dafür. Oh, ich darf wieder. Wo ist die Frau? Egal, die brauchen wir nicht mehr. Ich hole sie zurück. Jetzt lenken Sie mal nicht ab, nur weil Sie merken, dass Sie verlieren. Als erstes werde nämlich ich diesen Thomas im schwarzen Loch versinken. Nein. Tom Turbo ist der Erste. Was machst du da? Gehörst du zu ihnen? Nein. Die zwei sind gefährlich. Schnell weg. Wollen die beiden das Schloss ausrauben? Viel schlimmer. Sie spielen das Spiel der 13 Gefahren. Sie spielen es mit einem bunten Fahrrad und einem Mann. Thomas und Tom Turbo, die kenne ich. Dann müssen wir sie warnen. Du wirst doch jetzt nicht naschen. Das ist ein Funkgerät. Damit kann ich Thomas anfunken. Irgendetwas juckt mich im linken Ohr. Das kündigt Ärger an. Besser, ich hole diese Nickelbrill-Doc zurück. Ja, bitte. Keinen Schritt mehr aus dem Saal, sonst sehen Sie Ihre Katze nie wieder. Ja, was jetzt? Gefahr von Lawine! Tom, wir müssen herausfinden, wer hinter diesen Vorfällen steckt. Was ist Boss? Oder ist irgendetwas im geheimen Abgang? Boss? Tom! Wie gibt's das? Wie soll ich jetzt hier mein Handy finden? Keine Ahnung. Detektive, habt ihr irgendwo mein Handy, mein Telefon gesehen? Wo in diesem Schneechaos ist mein Handy? Ich glaube, es sind diese Gauner, die Tom immer Keksi oder so nennt. Der Hexe und Alexa, meinst du? Ja! Jojo, wo bist du? Beim Schlossort. Tom, das kann die Lösung sein. Du musst sofort hin. Ich werde gewinnen. Alexa, warten Sie meinen nächsten Zug ab. Unglück, nimm deinen Lauf. Fast am Ziel. Steig auf. Eins. Zumal. Sie dürfen das Spiel der 13 Gefahren nicht zu Ende spielen. Der Hexer und Alexa, Tom, bitte sei vorsichtig. Ihre magischen Kräfte sind bitterböse. Wenn Sie Finger und Hände nicht bewegen können, können Sie auch nicht hexen. Interessante Idee, Tom.
Pass auf, du hast ein paar Sporttricks eingebaut. Ich weiß, du hast einen Boxtrick samt Boxhandschuh. Aber du hast noch einen zweiten Handschuh. Der ist so groß und dient zum Ballfangen. Aber bei welcher Sportart? Detektive, Hilfe. Bei welcher Sportart braucht man einen solchen Handschuh? Bei Baseball, Basketball oder Rugby? Und das fünfte Feld. Na, was soll das schon für eine Gefahr sein? Sieht nach großer Dunkelheit aus. Alles gefunden, Boss. Jojo muss jetzt den Baseballhandschuh mit Turbokleber anfüllen. Und dann müsst ihr die Handschuhe nur noch auf die Hände von Hex und Alexa bekommen und die beiden so richtig verwickeln. Ich schnapp mir Alexa. Du nimmst den Hexer. Tag, Hexi und Alexi. Sie besser mir. Ich kann besser hexen und werde diesen Drahtesel einen Blechschaden anhexen. Na, das möchte ich sehen. Was die Hexe. Hex und Alexa müssen jetzt aber weg, so weit wie möglich. Wir brauchen zwei Spielfiguren von Ihnen. Dann kannst du das Spiel der 13. Gefahren mit Ihnen spielen. Nein. Tom, das kannst du doch. Modellier die beiden Spielfiguren. Los. Ja, zu unserem Turbo. Komm, schneller! Du schaffst was! Gut! Oh, gleich habe ich meine Hände frei! Ich komm auch schon schön fertig! Super zum Turbo! Hier ist der Start! Jetzt machen Sie doch mal, was ich versage! Oh, wow. Spiele 13 gefahren! Bitte hilf uns! Und befreie uns von diesen Gestalten. Unglücklich in deinen Lauf. Mein Feld. Ja. Oh, ich bin frei. Ich bin weg. Ja, ein bisschen zumindest. 13. Direkt ab ins schwarze Loch. Schon, damit sie auf. Ich kann nicht mit einer Dix. Was geht sie? Oh, jetzt hüpfen sie doch, damit sie aufhören. Die Katze. Ich hexe ihre Katze zurück und sie hören auf. Gut? Machen Sie! Los! Da brauche ich aber beide Hände dafür. Mutiges Kerlchen. Ich muss zurück zum Reiterhof und helfen. Komme bald wieder. Und wenn Sie wollen, bauen mein Boss und ich Ihnen eine Tür ein, die nicht einmal Hexi und Alexi aufbekommen. Dieses Angebot nehme ich gern. Das ist nicht als letzte Starterin bei dem heutigen Wettbewerb ist Sabina Rettbrumm am Start. Fantastisch. Sie scheiterte herausragende Nachwiesung. Tom, hast du eigentlich noch diese Nasenklemme? Ja. Wunderbar, wie Sie das alles beichern. Sie hat in den letzten Wochen hart trainiert. Legen Sie den Scherzgang raus, Boss. Aber Tom, du stinkst ziemlich nach Pferdestall. Habe auch eine Woche lang jeden Tag ausgemistet, damit Bea und Sabina trainieren konnten. Ich weiß. Fantastisch, wie sie das Publikum anfeuert. Werden die Preisrichter auch so begeistert sein wie das Publikum hier? Batterien halten,
Batterien halten! Fest Batterien halten! Sabina Blitzsprung zeigte sich heute in Höchstform! Das bedeutet den Sieg für Sabina Blitzsprung und ihre Cousine Bea! Ja! Bravo! Das ist so toll! Und Tante Susanne, das Geld ist für dich! Bitte verkauf den Hof nicht, bitte! Meine Mädchen, ich bin so stolz auf euch! Wir werden das schon schaffen! Und danke, Tante Ur. Du bist der beste Stadtausmeister der Welt. Detektive, bleibt auf der Spur. Wie ihr mitspielen könnt, das erfahrt ihr gleich. Doch nun zum heutigen streng geheimen Detektiv-Tipp. Eine Banknotenpresse. Fritz Phantom druckt hier Falschgeld. Immer wieder versuchen Gauner selbst Geld zu drucken. So wollen sie reich werden. Echte Geldscheine könnt ihr an verschiedenen Merkmalen erkennen. Untersucht einmal einen 20-Euro-Schein. Ein echter Geldschein hat immer dieses Zeichen. Das Wasserzeichen. Und einen Faden im Papier. Euroscheine haben ein Hologramm. Es befindet sich auf diesem Silberstreifen. Einmal sieht man das Eurozeichen oder wie viel der Schein wert ist. Auf der Rückseite des Geldscheins findet ihr diesen Glanzstreifen. Er muss sich so verändern, wenn ihr den Geldschein bewegt. Wenn ihr einen Geldschein untersucht, dann verlasst euch nicht nur auf ein Sicherheitsmerkmal. Sucht immer alle. Mein Onkel hat mir diesen Stift geschenkt. Damit kann ich auch herausfinden, ob ein Geldschein wirklich echt ist. Auf normalem Papier wird der Strich schwarz. Auf einem echten Geldschein aber wird er gelb. Geldscheine sind nämlich aus einem sehr speziellen Material gemacht, damit sie nicht so leicht gefälscht werden können. Erkennen, ob ein Geldschein echt ist? Für uns? Klare Sache. Jetzt verraten wir euch, wie ihr mitspielen könnt. Und dann kommt der Gaunersteckbrief von Mama Moneta. An die Arbeit! Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Aus allen richtigen Lösungen werden 10 Detektive der Woche ermittelt. Zu gewinnen gibt es den Tom Turbo Detektivausweis, das Tom Turbo Jubiläumsbuch und als Hauptpreis eine turbotolle Lupe. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. Heute im Geheimarchiv Mama Moneta. Dieser Oldtimer lässt Tom Turbos Gefahrenwarngerät sofort anspringen. Das ist sie, Mama Moneta. Wir klauen den goldenen Drachen, Mama Moneta. Gold. Klingt nicht schlecht. Also, mach mir keine Schande, Jungs. Sie ist streng und geldgierig. An die Arbeit! Mama Moneta hat immer frische Karotten bei sich. Warum? Hier der Grund. Sie macht Diät. Klappt doch prima, die Karottendiät. Oh. Ihre Pläne lässt Mama Moneta immer von ihren Söhnen ausführen. Da bleibt genug Zeit für ihren Schönheitsschlaf. Gefährlichkeitsstufe hoch. Denn ihre Söhne Äffchen und Klotz sind auch nicht ohne. Mist, der Drahtesel! Ich kriege sie! Alexander und Turbo, Notruf! Diese Sendung widmete euch Knabbernossi.